The Secret funktioniert nicht wirklich. Servus ihr Lieben, Patrick hier und ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, ob ich dieses Video wirklich mache, denn ich habe in den letzten Monaten und auch Jahren gesehen, dass das Buch The Secret für viele so etwas geworden ist wie eine Bibel. Viele loben das Buch bis in die Höhe und schlafen abends damit ein und so weiter. Warum ist das so? The Secret, für diejenigen, die es nicht kennen, gibt dir eine fast zu schöne Anleitung dafür, wie du Dinge in dein Leben ziehen kannst. Und zwar einfach, indem du lange genug daran denkst, sie dir stark genug visualisierst und dir stark genug vorstellst, dass du sie bereits hättest. Und natürlich ist das für viele Menschen die Bibel überhaupt, denn es verspricht dir, auf die einfachste Art und Weise Sachen zu bekommen, ohne dass du großartig irgendwas dafür tun musst. Und auf einer gewissen Ebene, muss ich sagen, bin ich sogar bei dem Buch, denn ich halte es ganz mit Walt Disney. Walt Disney hat bereits gesagt, if you can dream it, you can do it. Und davon bin ich überzeugt, denn zuerst müssen wir eine Sache in unserem Geist erreichen, damit wir es materialisieren können, damit wir es auch wirklich erreichen können. Meiner Meinung nach hat das einen sehr praktischen Hintergrund. Warum? Denn wenn ich glaube, dass ich etwas nicht schaffen kann und ich versuche es, egal ob einmal, zweimal, dreimal, fünfmal oder zehnmal und ich schaffe es nicht, irgendwann werde ich einfach einen Haken dahinter machen und sagen, ja, ich schaffe es nicht. Habe ich ja von Anfang an gewusst. Und somit bestätigt sich eigentlich nur die Realität, die ich von vornherein gesetzt habe. Ne, Henry Ford hat gesagt, glaube du schaffst es oder glaube du schaffst es nicht, du hast immer recht. Denn wenn du zwei Personengruppen hast und beide denken komplett konträr, die eine denkt, ich schaffe es nicht, die andere denkt, ich schaffe es, dann wird der eine bei einem Misserfolg denken, Mensch, das nächste Mal bin ich noch besser als eben. Und die Gruppe, die vom Mindset her gesagt hat, ich schaffe es sowieso nicht, wird bei irgendeinem Versuch X sagen, ja, und ich schaffe es sowieso nicht, wusste ich von vornherein, ich habe zwei linke Hände, ich bin einfach nicht gut genug, ich kann das einfach nicht, ich bin zu ungelenkig, ich bin zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein und so weiter. Das heißt, egal wie wir von vornherein unsere Realität setzen, irgendwann fühlen wir uns einfach für unsere Realität bestätigt. Das heißt, wenn du denkst, dass du irgendwas schaffen kannst, egal wie groß das Ziel ist, ist das die erste Voraussetzung, um dein Ziel wirklich zu erreichen. Jetzt kommt aber das Problem bei der Sache. The Secret sagt quasi, dass es vollkommen ausreicht, wenn du es in deinem Geiste visualisierst und stark genug daran denkst. Nur der Punkt ist, ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen und ich kenne keinen, der sich vorgestellt hat, wie er 40 Kilo abnimmt über Monate und dann ist er irgendwann aufgewacht und hatte 40 Kilo abgenommen. Ich kenne auch keinen, um das Beispiel von Danny Adams aufzugreifen, der mit seinem Fahrrad unten an einem Berg steht und da unten so lange stand und sich gedacht hat, ich bin mit dem Fahrrad oben, ich bin mit dem Fahrrad oben, bis er die Augen aufgemacht hat und er war mit dem Fahrrad oben. Eine Sache ist mir in den vergangenen Jahren aufgefallen bei mir selbst. Erfolg und Glück ist meist mit den Tüchtigen. Das heißt, wenn du für eine Sache arbeitest und vorher sie bereits in deinem Geist erreicht hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit unglaublich hoch, dass du sie erreichen wirst. Alle Menschen, die ich kenne, die in irgendeinem Bereich überdurchschnittlich erfolgreich sind, sind das, weil sie A. wussten, dass sie es können, das heißt, diese mentale Voraussetzung hatten, von der The Secret auch spricht, aber B, auch ins Handeln gekommen sind. Das heißt, das, was Goethe gesagt hat, Erfolg hat drei Buchstaben, tun. Denn wenn du nur in deinem Geist unterwegs bist, ist es auf der materiellen Ebene schwierig, irgendwas zu bewegen. Und in dem Moment, wo egal welche überdurchschnittlich erfolgreichen Leute, aus welchem Bereich auch immer, Sport, Karriere, Gesundheit, irgendetwas schaffen wollen, war das Glück auf deren Seite, wenn sie ins Handeln kamen und es einfach oft genug versucht haben. Denn du wirst besser. Alles ist schwer, bevor es leicht wird. Aber wenn du dran bleibst, dann wirst du irgendwann das haben, was andere von außen dann Glück nennen. Für dich wird es dann nur die logische Folge deiner Saat sein,
der Sache, die du gesät hast. Es ist einfach die Ernte, weil wenn du eine Sache lang genug machst, wird sie einfacher, sie wird routinierter, sie geht dir in Fleisch und Blut über. Oder wie man im NLP sagen würde, du wirst unbewusst kompetent. Und natürlich bekommst du dann die Ernte dafür, für die Dinge, die du irgendwann gesät hast. Und das hat nichts mit Glück zu tun, sondern es ist einfach die logische Konsequenz. Aber es wird nicht funktionieren, wenn du in deinem Raum sitzen bleibst und dir die Dinge so lange visualisierst, bis du stirbst. Das soll's mit diesem Video gewesen sein. Mach es gut. Adios.